Herzlich willkommen zum Konzepttest 49, Erstarren einer Schmelze. Beim Erstarren der Schmelze einer idealen Mischung A bleibt die Temperatur konstant, B bleibt die Zusammensetzung der Schmelze konstant, C bleibt die Zusammensetzung der Mischkristalle konstant und oder D zeigt die Abkühlkurve zwei Unstetigkeiten. Zunächst einmal muss geklärt werden, welche Eigenschaften eine ideale Mischung hat. Bei einer idealen Mischung handelt es sich um ein Gemisch mit völliger Mischbarkeit. Das heißt, es bilden sich bei jeder Zusammensetzung Mischkristalle aus. Eine ideale Mischung liefert ein ideales Phasendiagramm. Beispiele für ideale Mischungen sind Kupfer-Nickel-Legierungen oder Silber-Gold-Legierungen. Zu sehen ist ein ideales Phasendiagramm. Die Begriffe für das Schmelzdiagramm stehen in Klammern. Auf der X-Achse ist die Zusammensetzung der Schmelze angegeben und auf der Y-Achse ist die Temperatur aufgetragen. Die obere Linie heißt Liquiduslinie und die untere Linie ist die Soliduslinie. Das Zwei-Phasengebiet, die Mischungslücke, ist immer linsenförmig. Das linke Diagramm zeigt die Abkühlkurven von Kupfer-Nickel-Legierungen verschiedener Zusammensetzung. Beim ersten Abknicken der Kurve, am roten Pfeil, beginnt die Mischung auszukristallisieren. Beim grünen Pfeil ist die Mischung erstarrt. Während des Erstarrungsvorganges sinkt die Temperatur langsamer als vorher und nachher aufgrund von frei werdender Erstarrungswärme. Das rechte Diagramm zeigt das aus den Abkühlkurven gewonnene Phasendiagramm. Auf den folgenden Folien kann der Erstarrungsvorgang einer idealen Schmelze im Phasendiagramm verfolgt werden. Es ist zu sehen, dass sich die Zusammensetzung der Schmelze und des kristallinen Feststoffes ändert, da zuerst die Komponente mit dem höheren Schmelzpunkt zu erstarren beginnt. Die entstehenden Kristalle haben einen hohen Anteil an Komponente A. Dadurch verarmt die Schmelze an Komponente A und der Schmelzpunkt sinkt entlang der Liquiduslinie. Die entstehenden Mischkristalle verändern ihre Zusammensetzung entsprechend der Soliduskurve. Es hat sich also gezeigt, dass beim Erstarren der Schmelze einer idealen Mischung die Temperatur nicht konstant bleibt. Die Zusammensetzung der Schmelze und der Mischkristalle bleibt ebenfalls nicht konstant, sie verändert sich. Aussage D zeigt die Abkühlkurve zwei Unstetigkeiten ist richtig.